Reichsbank analysiert, war eben nicht, dass jetzt da nur Inflation das einzige Problem sein könnte, wie zur Hyperinflation. Das war ja nur ein kurzer Zeitraum. Der war zwar sehr schlimm, aber wenn man den ganzen Zeitraum betrachtet, dann war das größere Problem, sogar noch größer als die Hyperinflation, dass die Reichsbank erstens politisch aktiv war und sich da betätigt hat, indem sie Regierungen an die Macht oder aus der Macht bringen konnte. Ja, keine Unabhängigkeit. Und, ja. Und vor allem hat sie Boom-Bust-Zyklen hergeführt. Eine Hoss oder ein Boom erzeugt oder eine Krise, eine Rezession, eine Deflation und konnte damit natürlich Umwälzungen bewirken, die anders nicht stattfinden. Denn man kennt ja den Spruch nicht, so eine Krise ist ja sehr günstig, wenn man Veränderungen durchführen möchte. Never waste a good crisis. Yeah. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie konnte das die Reichsbank denn machen? Und also als die Bundesbank gegründet wurde, da hieß es ja, naja, die Bundesbank, die muss unabhängig sein von der Regierung. Und die Reichsbank, also implizit, die Reichsbank war so schlecht, weil sie war ja nicht unabhängig. Und das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Die Reichsbank konnte ihre katastrophale Politik durchführen, gerade weil sie so extrem unabhängig war. Sie war nämlich sowohl von der Regierung unabhängig und konnte da keine Weisungen erhalten, als auch vom Reichstag, vom Parlament. Sie stand nämlich über den Gesetzen. Es konnte also der Reichstag auch kein Gesetz erlassen, wo drin steht, also die Zentralbank sollte jetzt diese und diese Ziele haben. Das ging nicht. Und zwar die Hyperinflation wurde ja durchgeführt, sobald, das war 1922, die nach dem Ersten Weltkrieg die Alliierten den Beschluss gefasst hatten, es ging ja da um Reparationen, es ging ja ums Geld eigentlich die ganze Zeit. Und da ging es darum, wie können wir da die sicherstellen, dass wir da möglichst viel aus Deutschland rausholen, Gold ja. und diese Zahlungen. Und dann hat man sich entschlossen, ja, wir müssen die Reichsbank, müssen wir von allen deutschen Institutionen unabhängig machen und nur dem Reparationskomitee unterstellen. Von ja. JP Morgan dominiert, unterstellen, genau. Und so wurde es dann auch gemacht. Dieses Reparationskomitee wurde dann später umgewandelt und umbenannt in die BIZ, Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Das war ursprünglich eben JP Morgan Reparationskomitee. Und die Reichsbank war also nur von dort weisungspflichtig konnte in Deutschland von niemandem beeinflusst werden. Und sobald sie diese Unabhängigkeit erhalten hat von allen deutschen Institutionen, da war also die Unterschrift auf diesen Verträgen, wo das entschieden wurde, über deutsche Köpfe hinweg natürlich, da war die Unterschrift kaum noch trocken, da ging es los mit der massiven Gelddruckerei. Das war die Reichsbank natürlich, diese Hyperinflation, da gibt es ja auch keinen Zweifel dran. Und wie die damit EZB konnte dann, ein bisschen, ne? So, und jetzt genau, das Problem war also das Problem der Reichsbank war, dass sie zu unabhängig war. Ja. Das war das Problem. Und sie war ja auch 100% im Privatbesitz. Das ist ja auch nicht viel bekannt, nicht? In ihrer gesamten Geschichte bis 1939 war die Reichsbank 100% im Privatbesitz. Also ich meine, ist ja nicht schlecht, wenn man so eine Zentralbank besitzt, oder? Ich auch gerne. Ist eigentlich, ja, kann man sich vorstellen, sicherlich ganz praktisch, so eine Zentralbank zu besitzen. Und dann sieht man eben, also sie war zu unabhängig, konnte tun, was sie wollte, war eben eine Machtzentrale. Wer waren die Besitzer genau, also JP Morgan? Das wird ein anderes Thema, da müssen wir uns mal... Extra Video, machen wir nochmal eins. Genau. Die Zentralbank war eben sehr mächtig. Sie wurde auch in den 30er Jahren und 40er Jahren und später von Analysten, die sich mal die 20er Jahre angeschaut haben, sie wurde als Nebenregierung bezeichnet. Und das ist sogar noch eine Untertreibung. Sie war einfach die Regierung. Ja. Geld regiert die Welt. That's it. Genau. Und jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg waren anscheinend sehr schlaue Köpfe in der richtigen Position, als es hieß, die Alliierten und besonders die Amerikaner dann gesagt haben, okay, jetzt macht mal, wir brauchen jetzt hier wieder ein bisschen Wirtschaftsaufschwung und so.
Und da hat man sich Zeit gelassen. Das wurde, die Bundesbank wurde ja relativ langsam gegründet. Und man hat das richtig entworfen. Und zwar der wichtigste Unterschied war, dass die Bundesbank weniger unabhängig wurde. Sie ist also viel abhängiger von, vom Rechtssystem und vom Staat gemacht worden. Sie wurde eingebunden in das deutsche Rechtssystem. Sie war nicht über dem Gesetz. Die Reichsbank war eine internationale Organisation nach 1922, wie eben heute auch die EZB, nicht? Da konnte eben kein Staatsanwalt und niemand konnte da irgendwas machen, kein Parlamentarier, kein Gesetz. Und das war fatal. Die Bundesbank war extrem eingebettet in das deutsche politische System. Sie wissen ja, der Bundesbankrat, da waren ja die Länder vertreten, es waren Gewerkschaften vertreten, es war alles also schön ausgelotet, wie man das so in der sozialen Marktwirtschaft der Nachkriegsjahrzehnte relativ gut gedeichselt hat. Und vor allem, zwar war die Bundesbank nicht direkt von der Regierung weisungspflichtig, musste da also nicht Befehle entgegennehmen, aber sie war wirklich eingebunden. Und der Bundestag konnte Gesetze erlassen, die der Bundesbank im Prinzip gesagt haben, was sie tun sollen. Und das wurde ja auch gemacht. Da wurde dann klar, also ein Gesetz erlassen, das gesagt hat, dass die Bundesbank nicht nur auf niedrige Inflation oder Preisstabilität schauen soll, sondern eben auch auf eine gesunde Wirtschaft mit genug Wachstum und Beschäftigung. Ja. Also keine Arbeitslosigkeit. Und das hat gut geklappt. Und die Bundesbank, wie gesagt, ist die beste Zentralbank, die es gab. Das war natürlich dann ein Problem auf internationaler Ebene. Das kannst du dir vorstellen, nicht? Ja, weiß ich. Denn die Bundesbank hat dann relativ schnell andere Zentralbanken alt aussehen lassen. Absolut, ja. Die anderen Zentralbanken haben das übliche Spiel gespielt. Boom und Bust und Finanzkrise und Rezession und Umverteilung, Finanzblasen, Vermögenwerteblasen und die ganzen Finanzspiele natürlich, die Reichen, die Superreichen werden immer reicher, die Allgemeinheit geht es immer schlechter und so weiter. Bei der Bundesbank war das eben anders. Da gab es eine Lösung. Wir müssen die Bundesbank abschaffen. Wir müssen eine Reichsbank einführen für ganz Europa. Interessanterweise natürlich, die Pläne gab es ja nicht. Die wurden ja auch in den späten 30er und frühen 40er Jahren in Deutschland entwickelt, nicht? Da gab es ja den Plan, wir brauchen eine Währung, nicht nur für Großdeutschland, sondern für ganz Europa. Das hieß natürlich damals Reichsmark als Währung, aber unter einer Zentralbank, der Reichsbank. Und die ganzen Argumente, warum, das ist eine Großraumwirtschaft, das ist gut und effizient und man braucht dann nicht die Währung umwechseln und so weiter. Die Argumente kennen wir in Deutschland. Es wurden ja Millionen von Euros oder D-Mark ausgegeben, um uns damit zu erziehen, nicht? Bevor der Einführung des Euros. Der Euro war ja nicht die Einführung einer europäischen Währung, sondern es war die Zerstörung, die Abschaffung der de facto europäischen Währung, der D-Mark. Aber das war gutes Marketing, muss man sagen. Natürlich von den deutschen Steuergeldern bezahltes Marketing. Gut, dann wurde der Euro eingeführt und die EZB, wenn man jetzt die EZB anschaut, ist tatsächlich die wiederauferstandene Reichsbank, denn sie ist unabhängig von Regierungen, von allen Regierungen. Ja. Sie ist aber auch unabhängig von allen politischen Institutionen, insbesondere gewählten Parlamenten. Also Parlamentarier können da Gesetze erlassen und auf den Kopf stehen, wie sie wollen. Die EZB, nicht? Die moderne Reichsbank, ist davon nicht betroffen.